Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Forget Podcast. Wir sind wieder im Nerd-Bereich unterwegs. Wir wollen heute wieder mal über eine Serie sprechen, und zwar über eine Serie aus dem Marvel-Disney-Universum. Wir sprechen nämlich heute über The Falcon and the Winter Soldier. Und wie ihr es schon gewohnt seid von der letzten Marvel-Serie, die wir gesprochen haben, nämlich WandaVision, habe ich mir wieder meinen Gast vom letzten Mal dazu geholt. Nämlich auch heute ist wieder Andy Jackson dabei. Ja, dann sage ich einfach mal Hallo Andy, schön, dass du wieder da bist. Hallo Volker und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer glücklich, über solche Dinge zu sprechen, wie wir es heute tun werden. Und da freue ich mich immer gerne über solche Einladungen. Ja, du bist ja quasi hier mit mir zusammen jetzt der Disney-Serienbeauftragte oder Disney-Marvel-Serienbeauftragte. Und da müssen wir so ein bisschen was besprechen. Wir haben ja jetzt mit Falcon Winter Soldier jetzt gerade wieder eine Serie hinter uns, die uns so ein paar Wochen beschäftigt hat. Sind jetzt auch so ein bisschen nach dem Ende der Ausstrahlung, wir konnten uns ein bisschen sacken lassen. Dass wir nicht direkt drüber gesprochen haben, sondern einfach ein bisschen Zeit haben nach den gerade mal 6 Episoden. Das war ja wirklich nicht viel eigentlich, ne? Ja, das war wirklich nicht viel und es ist auch, ich weiß nicht, das macht das Ganze auch rund. Also auch WandaVision ist ja im Vergleich zu anderen Serien, hat es jetzt auch nicht die Anzahl oder die Menge an Folgen gehabt, aber ich denke, da kann man auch sehr gut Geschichten erzählen, also in diesem Miniserien-Style. Ja, das sind halt mal echte Miniserien. Es wird nicht teuflisch herausgezogen, sondern wir haben eine Geschichte, die kompakt erzählt wird. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Mal einfach sagen. Wie war denn deine Vorfreude auf Falcon and Winter Soldier? Also ich war auf jeden Fall gespannt, Vorfreude war auf jeden Fall da, weil ich nicht genau wusste, ob sie jetzt Ed Brubakers Comics als Vorlage nehmen werden, was das Ganze angeht. Aber sie haben ja ihren eigenen Weg mehr oder weniger gefunden und ich war auch einfach sehr gespannt, wie The Falcon und The Winter Soldier so ohne Steve Rogers wirken. Das hat mich jetzt sehr, sehr interessiert. Ja, auf jeden Fall. Es war spannend, einfach mal zu sehen, auch wie die beiden Figuren funktionieren, weil ähnlich wie bei WandaVision sind ja auch sowohl Bucky Barnes, also der hat ja schon eine größere Rolle in manchen Filmen, aber gerade hier Sam Wilson, der war ja eigentlich nie so eine der Hauptfiguren, die man in der Serie hatte. Und deswegen fand ich es auch interessant, wie die das jetzt wieder umsetzen in der jetzigen Rolle. Also, und ich finde, sie haben es gar nicht so schlecht gemacht. Also, er hat einen guten großen Anteil gekriegt. Das fand ich auch ganz wichtig für ihn. Ja, das Ja, stimmt. lass uns die beiden mal einordnen, wo wir gerade stehen. Also einfach mal zurückblicken ins MCU. Wir haben Bucky Barnes, der im ersten Captain America Teil ja aufgetaucht ist, als der gute Kumpel von Steve Rogers, der ihn am Anfang mal ermutigt hat, weil Steve ja noch der kleine Hämpfling war, bevor er dann in das Supersoldatenprogramm gekommen ist. Und der dann mit ihm zusammen im ersten Teil quasi rumgereist ist, mit ihm gekämpft hat und dann im ersten Teil scheinbar verstorben ist. Und dann im zweiten Teil in Captain America and the Winter Soldier zurückkam als der benannte Winter Soldier und dort halt als ein, ja, russischer Hydra-Agent damit wieder ins MCU reinkam. Und das ja nicht nur da drin, sondern auch noch im dritten Teil in Civil War war ja auch noch mit drin. Ja. Der hat sich ja lange durchgezogen. Er hat ja, wann wurde er denn bei, ich glaube, nach dem dritten Teil wurde er bei Black Panther dann in die Kühlkammer gepackt, ne? Ja, genau, also das war in den Post-Credits. Also eines von diesen Post-Credits-Scenes war das, wo das halt dargestellt worden ist. Das war bei Civil War, also dem dritten Captain America-Teil. Und dann ist er bei Infinity War wieder zurückgekehrt. Dann wurde er bei den, war er noch bei in Wakanda, wurde dann als White Wolf quasi zurückgebracht und kriegte dann Ja. noch seinen neuen Arm, ne? Genau, diesmal aus Vibranium. Genau. Ist dann auch am Ende von Infinity War zu Staub zerfallen und dann im Endgame wiedergekehrt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn soweit wieder auf dem Schirm. Ja. Was mit ihm passiert ist. Ja, gut. Sam Wilson, Falcon, ist dazugekommen im zweiten Captain America. War es, glaube ich. Wo man es dann mit dem schönen deutschen Spruch Achtung links am besten verknüpft. Richtig, ja. Wo die das Wetten, ja, nicht Wettrennen gemacht haben, aber die Trainingslauf gemacht haben. Und er dann mit Steve Rogers quasi so die neue Best Buddy-Gruppierung gebildet hat, also nachdem er die mit Bucky hatte. Und der uns dann aber auch über die anderen Filme, genau wie Bucky Barnes, mit begleitet hat. Und er war bei auch bei
Civil War dabei, er war bei den Endgame dabei und er war bei Ant-Man mit dabei, als so einen kleinen Cameo-Auftritt, was auch ganz lustig war. Ah, okay. Ich habe Ant-Man noch nicht geguckt, ne? Ah ja, dann habe ich dich gerade ein bisschen gespoilert, du musst jetzt Nö, durch. das ist nicht schlimm, weil ich Ant-Man, ich mochte schon die Comicvorlage nicht so besonders. Ah, okay. Und ich bin dann halt so, ja, das ist ein Prinzip von mir, ne? Wenn ich etwas nicht feiere, dann gucke ich es auch nicht. Also es ist dann einfach so bei mir. Ich weiß, ich habe da auch eine große Lücke in einigen Geschichten gehabt, aber ich konnte mich nicht dazu aufraffen, Ant-Man 1 oder 2 zu gucken. Ich finde Ant-Man an sich, also ich habe nicht so viele Comics wahrscheinlich davon gelesen wie du, aber ich finde die Filme besser als die Comic-Geschichte. Aber ich glaube, das liegt auch ganz viel dran. Die haben das ja auch sehr Comedy-mäßig umgesetzt. Und ob man das mag im MCU, das muss dann jeder für sich entscheiden. Also das muss man nicht mögen. Ja, auch Sam ist weggeschnipst worden und wiedergekommen. Dann hat er auch sein schönes Zitat Achtung links wiederholt quasi im Finale. Ja, und dann haben wir das Endgame zu Ende gespielt, wo Steve dann in die Vergangenheit gereist ist und dort geblieben ist. Und als er dann ein alter Mann wieder aufgetaucht ist, hat er sein Schild an den guten Sam übergeben. Und der hat zu dem Zeitpunkt noch gesagt, der Schild fühlt sich an, als würde er zu jemand anderem gehören. Und das ist im Grunde auch so unser Einstieg in die neue Serie. Richtig. Ja, unsere beiden Titelfiguren, Sam und Bucky, die haben ja ganz unterschiedliche Geschichten erstmal gehabt. Fandest du, dass der Titel Falcon and Winter Soldier ein bisschen irreführend war, weil die beiden doch relativ lange voneinander so ein bisschen ferngehalten wurden? Die wurden ja so, glaube ich, die halbe Staffel, die halbe Serie, haben die ja so jeder so ihren Teil gemacht und wurden erst danach zusammengeführt. Wie fandest du das? Also ich fand das im Großen und Ganzen trotzdem stimmig, weil ich denke, dass das halt dazu genutzt worden ist, um die beiden Figuren nochmal die Plattform zu geben, sich vorzustellen, den Zuschauern nochmal näher zu kommen, weil es sind ja eigentlich Nebencharaktere, wenn man es ganz genau nimmt. Und da war der Fokus, musste ein bisschen auf die und deren Beweggründe, ne? Weil Iron Mans Beweggründe sind bekannt, Thors Beweggründe sind bekannt, weil die ihre eigenen Filme hatten. Und Winter Soldier, ja, wurde natürlich groß vorgestellt. Beide übrigens im selben Film haben ihr Debüt gefeiert. Aber das ist dann nicht dasselbe, wie wenn man wirklich dann mal die Zeit nimmt, sich auch die Familie anzugucken von Sam oder auch wie Bucky damit klarkommt, mit all dem, was er getan hat. Zwar unter Gehirnwäsche, aber dennoch war es ja eine Menge. Und das war auf jeden Fall wichtig, auch getrennt von dem jeweils anderen, das darzustellen. Ja, das stimmt. Dann lass uns mal auf so ein paar Aspekte der beiden eingehen. Sam wurde ja auch oft damit konfrontiert, das fand ich total interessant, dass er ja eigentlich ein Avenger ist, aber solange die Leute ihn nicht erkennen, hat er auch mit diesen rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Du kennst sowas ja sehr wahrscheinlich auch aus eigenen Erfahrungen, dass man trotz einer gewissen Rolle immer noch mit diesen Vorurteilen hier und da zu kämpfen hat. Fandest du das gut dargestellt in der Serie? Ja, ich fand das sehr gut dargestellt. Ich habe auch auf Reddit mir mal so ein paar Kommentare durchgelesen und viele Menschen waren sehr schockiert. Also ich kann definitiv sagen, dass auch ich in der Berufswelt des Öfteren, ja, erst nachdem ich meinen Mund geöffnet habe, wurde mir ein gewisser Respekt entgegengebracht. Ein Respekt, den ich vorher so nicht genossen habe, als ich jetzt einfach nur so da war. Also ich fand, dass das schon sehr realistisch war. Das war ja auch die Szene, wo mit dem Bankkredit. Also das war auch sehr, sehr schmerzhaft für Sam. Und ich denke auch, dass der Zuschauer da ein bisschen diesen Rassismus auch gesehen kann, ne? Der jetzt nicht damit konfrontiert ist, vielleicht nicht immer täglicher Basis, aber oft genug. Aber es ist ja schön, dass du sagst, dass das auch authentisch dargestellt ist und nicht so überspitzt, weil ich kann mir das echt gut vorstellen, dass man immer noch gruselig, aber wahr in der heutigen Gesellschaft ja nicht von allen Menschen, aber von einigen Menschen immer noch so behandelt wird. Und das finde ich sehr, ja, wirklich gruselig, dass das heute immer noch so ist. Wir leben jetzt im Jahr 2021 und eigentlich sollte sowas heute nicht mehr so sein, aber wir werden immer wieder eines Besseren belehrt, leider. Leider, das ist leider so. Aber es war ja auch ein wichtiger Aspekt seines Charakters, was sich dann zum Ende hin gezeigt hat. Da kommen wir später noch drauf.
was der daraus gemacht hat und was auch ein sehr guter Weg war. Ja, und dann, was ich auch total gut erklärt fand, das haben wir auch schon mal gehabt mit dem mit Hawkeye zusammen, dieser Weg zwischen dem Superhelden und dem Familienmenschen bei Sam. Er will eigentlich für seine Familie da sein, ist aber als Superheld aktiv und muss da entsprechend auch tätig sein. Und dieses Spannungsfeld dazwischen fand ich ziemlich gut dargestellt. Wie wirkte das auf dich? Also ich fand das auch ziemlich gut dargestellt. Ich fand auch die Beziehung zwischen Sam und seiner Schwester sehr authentisch. Also ich fand generell das Ganze, wie Sams Familie und sein Umfeld dargestellt worden sind, auch seine persönlichen Zweifel, seine Rolle in der Welt sozusagen, die er da hatte, das wurde alles sehr, sehr authentisch dargestellt. Ich fand das sehr gut gemacht. Ja, ich denke, man hat auch hier wirklich die, das war, glaube ich, das, was in der Serie, was ich am Anfang nicht so greifen konnte, weil nach WandaVision war das eine große Hypothek, da wieder reinzukommen. Aber hier wurde unheimlich viel Wert gelegt auf diesen Menschen hinter der Rolle. Also wer ist wirklich Sam Wilson? Nicht wer ist der Falcon und wer ist Bucky Barnes? Nicht wer ist der Winter Soldier? Und das finde ich unheimlich gut, dass man auch den Weg mal gegangen ist und nicht gesagt hat, ja, wir haben jetzt die zwei Superhelden, mit denen laufen wir jetzt weiter. Sondern man hat uns die Menschen näher gebracht. Das ist ja auch das Thema von Bucky, dass er ja einmal bei einer Psychologin, Psychiaterin ist, wo er quasi über seine Probleme spricht, aber auch im Leben mit den Sachen abschließen möchte und quasi eine Liste hat, die er abarbeitet. Wie hast du das verstanden? Hat er quasi, war es sein Ziel, mit allen zu sprechen, denen er Leid zugefügt hat, oder was war sein Ziel mit dieser Liste? Ich denke, ja, er hat ja bestimmte Ziele, die er töten musste. Und ich denke, da wollte er einfach Wiedergutmachung für sich, weil es ist ja so auch eine Art der Vergewaltigung, die er durchmachen musste. Er hatte keine Kontrolle über seinen Körper, er hatte keine Kontrolle über sich und er musste Dinge tun, die er sonst so nicht getan hat. Und das über Jahrzehnte hinweg. Es wurden schreckliche Dinge mit ihm gemacht und vielleicht auch für sich, um selber damit abschließen zu können, möchte er diese Wiedergutmachung machen. Ich denke, dass das ein sehr, sehr logischer Schritt ist, weil wie soll er das sonst verarbeiten können, ne? Das ist ja, wenn man das mal so auf realistischer Ebene betrachtet, das ist das schon ziemlich schrecklich, ne? Also ich Ja, möchte nicht klar, der Winter klar. Soldier sein. Das kann ja auch durchaus, wenn man das ein bisschen abschwächt überträgt, kann man das ja auch auf vielleicht jeder auf sich beziehen, dass man so eine Liste hat von Menschen, die man in seinem Leben, die man irgendwie auf emotionaler Ebene verletzt hat und das quasi wieder gut machen will. So kann man das vielleicht für sich übertragen im kleineren Umfeld. Ja, richtig. Und das, finde ich, hat man auch hier wiederum gut dargestellt, dass man halt so eine Ebene gefunden hat, wo man es darstellt, wo es nicht kitschig wirkt und man sagen kann, okay, das kann ich nachvollziehen. Weil der Kitschfaktor Das ist fand immer ich auch. relativ schnell gegeben, ne? Ja, also ich fand auch, dass das sehr realistisch auf jeden Fall gemacht worden ist. Auch, dass er sich halt weigert, darüber zu sprechen, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Er kommt aus einer Zeit, ja, wo ein Mann halt nicht über solche Dinge sprechen wollte. Auch gesellschaftlich, ne? Das ist ja ungefähr ja, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, ne? Das ist dann auch noch mal so eine Sache, wo ich fand, dass das auch sehr gut dargestellt worden ist. So. Das ist über 100 Jahre alt. Ja, er hat generell sehr viele, passiert ja öfter in der Serie, dass du diese gesellschaftlichen Andeutungen, was er halt so nicht kennt, dass das immer mal wieder vorkommt. Das hat man auch gut eingebunden, nochmal zu zeigen. Das war nämlich in den Filmen vorher, wurde, kam das ein bisschen zu kurz, dass er halt im Grunde, er ist ja genauso alt wie Steve Rogers. Das heißt, er hat ja genauso viel Leben erstmal zwischendurch verpasst und ist halt genauso aus einer anderen Zeit und passt eigentlich nicht richtig in die aktuelle Zeit, zumindest nicht zu Beginn der Serie. Ja. Und das ändert sich ja auch Ab. alles dann im Verlauf. Ne? Genau, das ändert sich alles im Verlauf und das ist auf jeden Fall auch, ja, da hast du recht, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen. Der Winter Soldier an sich ist zu kurz gekommen, fand ich, weil es halt eine sehr interessante Figur ist. Ja. Das Und stimmt. ja, ich finde, dass die Serie ihm auf jeden Fall sehr gut getan hat und das auch sehr gut dargestellt worden ist, sein psychischer Zustand, auch die Angst. Ne, wollen wir später über andere Figuren noch sprechen, die er hatte, vielleicht wieder ne, in diese Situation gebracht werden zu können. Das ist nicht einfach. Ja, das stimmt. Weil er halt immer die Angst hat, wieder diesen Rückfall zu erleiden, ne? Dass er immer Ja. wieder irgendwann wieder dieser Winter Soldier sein könnte. Und damit wird ja auch Richtig.
Er wird ja sogar in die Rolle gezwungen, dass er nochmal als Winter Soldier auftritt. Das können wir gleich zusammen mit einer anderen Figur nochmal ein bisschen genauer drauf Genau. schauen. Genau. Aber das war natürlich für ihn auch so eine Grenzwanderung. Kann er wieder dahin zurückverfallen, wo er war? Und seine Grundangst, die man dann auch immer wieder merkt. Dann lass uns Ja. mal ein bisschen auf die Charaktere kommen, die so zwischen dem Guten und dem Bösen stehen. Und zwar, wir haben einmal einen neuen Captain America, und zwar John Walker. Wie fandest du den ersten Auftritt von John Walker als Captain America? Was hast du dir gedacht? Also ich habe mir gedacht, Kongratulation, die haben die perfekte, den perfekten Schauspieler besetzt dafür. Er hat etwas Sympathisches an sich, aber man merkt direkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Also, das Ja, ist ein ja. falscher 50er. Das war so, das war richtig, er hatte irgendwas Psychopathisches an sich und du dachtest dir, kann dieser Mann Captain America sein? Kann er die großen Fußstapfen von Steve Rogers füllen oder würdig vertreten? Also, das war auf jeden Fall, das ist das Erste, was mir in den Kopf kam, als ich ihn sah. Ich hatte bei ihm so ein, es klingt immer so böse, so ein politisches Gefühl, nach draußen total positiv dargestellt, aber du merkst, dass irgendwas brodelte dahinter, was nicht so ganz zu dem passt, was vorne gezeigt wurde. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und er schwankt ja auch die ganze Serie über zwischen, ich bin eigentlich ein Guter, aber ich drehe trotzdem zwischendurch so ein bisschen ab. Das ist ja so ein richtiges Ping-Pong-Spiel, was er da macht. Ne? Er springt ja von Seite zu Seite. Wie fandest du denn seine Entscheidung? Ja, auf jeden Fall. Also das ist Ja, sag ruhig. Richtig aus. seine Entscheidung. Also stell ruhig die Frage zu, kein Problem. Wie du seine Entscheidung fandest, dann, dass er erstmal die Rolle des Captain America überhaupt annehmen will. Was hast du gedacht? Was sind seine Beweggründe dahinter? Das ist, ich dachte mir halt einfach, dass es halt ein Elite-Soldat ist, der bereit ist, seinem Land zu dienen, der sehr erfolgreich in seinem Soldatensein war und jetzt denkt, dass er Captain America sein kann. Ne? Aber Ja. das halt ist, für mich war es halt fragwürdig, ohne das Serum, ist es möglich, Captain America zu sein? Ja, das Also. hat er sich dann im Verlauf der Zeit ja auch gefragt, ne? Weil Ja. er kam ja wirklich in die Situation, wo er immer wieder gekämpft hat, immer wieder Rückschläge kassiert hat. Und anfangs waren es ja noch die Gegenspieler, die halt das Superhelden-Serum in sich haben. Aber dann traf er ja sogar auf Gegenspieler oder auf kurzzeitige Gegner, die einfach sowas nicht haben. Das hat ihm, glaube ich, komplett die Illusion genommen, dass er in seiner Grundform der Captain America sein kann. Und ich finde auch, man hat gut gezeigt, dass er dann so ein bisschen daran zerbrochen ist, an dieser Vorstellung, ich bin halt nicht das, was ich eigentlich sein möchte. Ja, ich glaube, das hat ihn einfach auch psychisch fertig gemacht, weil er wurde ja auch von niemandem angenommen. Also von Bucky wurde er nicht angenommen, von Sam wurde er nicht angenommen. Es ist ja auch eine Sache, sich dazu entschließen, etwas zu machen und nicht gut darin zu sein, aber auch überall gesagt zu bekommen, dass man eigentlich ein Loser ist und dass keiner an dich wirklich glaubt, außer jetzt seine engsten Freunde und seine Lebensgefährtin, dann ist das schon hart, ne? Ja, das stimmt. Und einfach dieses, wirklich die Selbstzweifel, die schon da sind, wenn die ja noch von außen bestätigt werden, das ist dann natürlich schon echt eine Ja. harte Nummer. Ja, und da musste er die Entscheidung treffen. Ne? Dann hat er sich ja entschieden, das Superhelden-Serum, an das er gekommen ist, auch zu benutzen. Und da ist er ja dann noch mehr, ja, wir haben gerade den Star Wars-Monat noch im Anschlag, da ist er noch mehr Richtung dunkle Seite der Macht abgerutscht und hat ja viel mehr seine Aggressionen rausgelassen. Fandest du das realistisch, dass er so reagiert, dass er so sich wandelt und dann auch, ja, jemand sogar zu Tode prügelt? Also ich fand es in Betracht dessen realistisch, dass er halt davor sein, wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich recht erinnere, hat er auch seinen besten Freund da verloren, ne? Genau, das kam Und an der dem hat, Punkt, wo er dann ja. den letzten Schlag gekriegt hat und dann wirklich durchgedreht ist und jemand mit dem Schild, glaube ich, fast enthauptet Schildbruch, hat, oder? richtig. Ja, richtig. Also er hat ja zugestochen. Das war eine sehr, sehr kranke Szene, wenn man darüber nachdenkt. Weil auch Kameras überall dabei waren, Zivilisten waren dabei. So möchte sich natürlich ein Captain America nicht präsentieren. Ich fand es aber dadurch, dass er seinen besten Freund verloren hatte kurz zuvor, sehr, sehr stimmig, dass er sich so verhalten hat. Hätte ich mich so verhalten,
Ich weiß es nicht, weil in der Situation ist es immer leicht zu sagen, von außen stehend betrachtet, so dass man das nicht getan Ja, hätte richtig. aus moralischen Gründen. Aber wenn du siehst, wie dein bester Freund, mit dem du in den Krieg gezogen bist, ihr habt so viele Sachen überlebt und dann stirbt er, wo du die Verantwortung als Captain America für ihn hattest und auch in deiner Verantwortung als Captain America nochmal dann versagt hast. Und du fühlst dich sowieso schon unwohl als Captain America. Ich fand, das war schon logisch aufgebaut, dass er die Kontrolle verliert. Ja, das stimmt. Ja. Ist sein bester Freund nicht eigentlich in den Comics auch jemand, der hat sich als Battlestar bezeichnet? Ist er nicht eigentlich auch eine Figur, die in den Comics länger lebt als hier jetzt? Ja, das kann sein. Ich muss sagen, John Walker, mein Wissen über ihn bezieht sich wirklich nur auf die Teams, wo er war. Da war er zum Beispiel bei den West Coast Avengers Ach, witzig. als US Agent. Also von daher kannte ich ihn, aber jetzt also Battlestar zum Beispiel sagte mir vorher gar nichts. Ist Ja. der US Agent nicht auch der Name, den er ganz am Ende der Serie kriegt? Oder wie heißt er da am Ende? Richtig, richtig. Ich auch, ne? Richtig. Genau, US Agent, so wird er genannt. Also das ist halt der Preis, den er für seine Aggressivität tragen muss. Also er ist sozusagen Captain America und Punisher in den Comics gemischt. Ja, es war eine interessante Kombination, weil das hat man ja immer die Sorge bei Captain America gehabt, dass man auch in die Richtung abrutschen kann, wenn man immer wieder merkt, wie die Ungerechtigkeit da ihre Kreise zieht. Und er hat halt genau den Weg gemacht. Das fand ich mal sehr interessant, das so darzustellen. Und dieses Bild, wo der dann da steht, wo der von allen Leuten da fotografiert wird und das Blut von dem Schild tropft, das war ein unheimlich gutes Bild. Ja, das fand ich auch. Also ich fand generell, dass das cinematografisch sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Bilder mit dabei waren. Die gesamte Serie ist auf jeden Fall sehr gut gedreht worden. Und das war auf jeden Fall ein krasses Bild. Also ich sage ja, also damit hat er sich seine Rolle als Kids, deshalb musste man ihn das auch entziehen. Also das war die logische Konsequenz. Ja. Kannst nicht, das kannst du nicht machen. Das fand ich auch sehr realistisch, weil wenn er weiterhin Captain America geblieben wäre, fände ich das sehr unrealistisch, weil es würde auf jeden Fall ein Echo geben bei Ja, so einer richtig. Tat. Das sind ja aber diese öffentlichen Taten, wofür Leute auch schon für, ja, nicht solche Fälle, aber für normale Fälle, wo vielleicht Beleidigungen sonst was sind, auch schon zurücktreten mussten im wahren Leben. Und da ist natürlich so extrem, dass so eine Vorbildsfunktion natürlich wieder abgegeben werden muss, ganz klar. Ja. Aber was ich ja wiederum interessant fand, am Ende der Serie, wir können immer so ein paar Vorgriffe machen, da hat er ja dann die Wahl, entweder er rettet jemanden oder er führt seine Rache weiter durch und da geht er ja wieder den anderen Weg. Und entscheidet sich für die Rettung, nicht dafür, seine Rache zu verfolgen. Das heißt, er ist kein richtiger Bösewicht. Er ist wirklich dieses, wie du schon gesagt hast, Captain America Punisher. Punisher ist auch kein richtiger Bösewicht, sondern jemand, der quasi seine Ziele verfolgt, aber nicht zwingend über Leichen geht. Das ist wohl wahr, aber ich weiß nicht, ich muss dir dann diese Gegenfrage stellen. Würdest du dich sagen wir, es würde Superhelden geben, würdest du dich wohlfühlen mit einem Captain America, der John Walker ist, Nein, nein, auf gar keinen Fall. Dass er die Rolle abgegeben hat, war vollkommen in Ordnung. ja, also ich weiß, was du meinst. Er ist nicht von Grund auf böse. Er ist jetzt kein Thanos. Also, weil ich Genau. finde, Thanos haben auch viele gesagt, dass er ein Anti-Held ist, aber ich finde nicht, denn wenn du einfach aus Gleichgewichtsgründen die Hälfte des Universums töten möchtest, das ist krank, ne? Es ist Und eine Motivation, die man verstehen kann, aber vielleicht nicht unbedingt für sich so akzeptieren kann, sagen wir es mal so. richtig, richtig, sagen wir es, ja, das ist auf den Punkt gebracht. Und hier bei John Walker sehe ich auch so, dass er auf jeden Fall, er ist nicht das Böse, weil er ja auch eigentlich was Gutes vertreten möchte, nur ihm fehlt es an psychischen Kapazitäten, dass er das richtig hinkriegt. So, das ist halt die Tragödie Die Methoden sind dabei. manchmal zweifelhaft bei ihm. Sagen Ja. wir es mal so. Ja. Ja, und Walker ist ja nicht unser einziger, der so zwischen den Welten wandert, sondern jemand, den wir eigentlich als Gegenspieler kennen, den wir nämlich bei Civil War als den großen Bösewicht dann kennengelernt haben. Und zwar Zemo, und der ist hier auf einmal Baron Zemo. Da mal direkt meine Frage. Wie fandest du den Wandel, dass von einem, der eigentlich uns vorgestellt wurde bei, was passiert? Ich glaube, bei Civil War war es ja,
als jemand, der quasi nur als Bösewicht da ist, weil seine Familie in Sokovia gestorben ist durch die Avengers, der jetzt auf einmal hier als reicher Baron dargestellt wird. Gut, klar, im Comic ist er das, aber war er halt in den Filmen nicht. Wie fandest du diesen Wandel hier auf einmal? Ich fand ja das auch ein bisschen überraschend, aber es machte dann auch wieder Sinn, weil ich meine, er hat, ich dürfe nicht vergessen, was er in dem Film Civil War gemacht hat, ne? Das ist auch schon ganz ohne Geld und derartig ist gar nicht möglich. Das ist jetzt nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen ist, aber ich fand auch, dass es abrupt ist. Also so wie du es in deiner Frage schon aufblühen liest. Ja, es ist schon abrupt, wenn man nochmal nachdenkt, ist schon auch, weil es auf einmal kommt, ne? Das ist ja Baron Simon und hat jetzt einen wunderbaren, ja, Umhang. Und eine Maske, ja, die kriegt er später auch noch. Also da haben sie ja alles Ja. reingehauen diesmal. Ja, diesmal haben sie alles reingehauen. Aber ich fand auch, also ich fand aber, ich würde ihn, ich persönlich sehe ihn nicht in der Mitte, also nicht im Grau. Ich sehe ihn schon als Typ in der Dunkelheit, der jetzt einfach nur aus Nutznießen sich angepasst hat. Also ich denke, dass er keine guten Absichten hat. Ja, das glaube ich grundsätzlich auch nicht. Ich habe ihn jetzt nur für die Serie so eingeordnet, weil er da jetzt sich relativ Ja. für sein Verhältnis zurückgehalten hat. Ja. Er hat also natürlich noch Bucky noch mal ein bisschen gedroht und wollte noch mal die Worte wiederholt. Aber das war ja Also wirklich das. auch eine Szene, die war ja für die Entwicklung von Bucky da, um zu sagen, er reagierte einfach nicht mehr drauf auf die Worte. Ja, Das fand ich auch das eine war gute wichtig. Erklärung. Ja. Ja, aber was noch so eine Szene? Also ich finde, bei Simo hat man vieles ein bisschen merkwürdig gemacht. Also das mit der Maske und allem, das war für mich erstmal so ein bisschen Fanservice für die Comic-Fans, damit die halt auch ihre Figur so haben wie in den Comics. Aber was ich total daneben fand, war dieser Gefängnisausbruch. Weil wenn der aus so einer Sicherheitshaft so einfach rauskommt, wo dann sind die Ja. amerikanischen Gefängnisse schlechter, als ich gedacht habe. Ja, vor allen Dingen, warum bleibt er denn da? Ja, Also das ist richtig. so, das ist wirklich so, das ist so ein Comicbook-Trope wieder. Das ist, ja, also eigentlich können die ganzen Bösewichte ohne große Probleme aus den extrem krassesten Gefängnissen ausbrechen. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, ja, so ein Wink mit dem Zaunpfahl in der Hinsicht. Ja, aber wirklich. Also, Also, wie soll ich ganz anders nicht werten? ja, und er ist halt so unser, im Grunde ist er in der Serie ja nur so unser Geld- und Ideengeber. Dafür wird er oft eingesetzt. Und er hat ja selbst auch das Verlangen, hier die Bösewicht, die Flexmasher dran zu kriegen. Was war seine Motivation dahinter, dass er die auf jeden Fall loswerden wollte? Was denkst du? Baron Simon? Ja, genau. Also Simon hat ja ganz klar gesagt, dass er keine Supermenschen möchte, ne? Und das ist für ihn einfach, ne, aufgrund der Sokovia-Tragödie absolut klar, dass er jegliche Wesen, die diese Kräfte haben, am liebsten vernichten würde. Und deshalb konnte ich verstehen, weil diese Kali, da sieht man ja, wie es ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und sie ist ja ganz klar ein Terrorist. Ja, auf jeden Fall. Auch Die hat auch nichts wenn. Sympathisches an sich. Nicht zwingend, ich fand schon irgendwie, ich konnte verstehen, warum sie das tut, was sie tut, aber ich fand es verwerflich. Ja, das ist auch wieder das Thema. Die Motivation ist verständlich, die Methoden sind überhaupt nicht verständlich. Absolut. Also, wo Menschen umkommen müssen, wo man extremen Terror macht. Also ich finde, das ist. Ich bin kein Fan von Auge und Auge und Zahn und Zahn. Also das muss nicht sein. Das verstehe ich, bin ich ganz bei dir. Ja. Sollte Aber nie die also auf jeden Motivation sein. Fall. Ja, sollte die Liebe zu wissen. Aber ich finde, ich fand es, diese Miniserie hatte so viele interessante Figuren, die jeder anders werten könnte. Zum Beispiel, du Stimmt. sagst, für dich ist Simo mehr der auf dem grauen Pfad wandelt, aber ich finde, dass Kali genauso auch auf diesem grauen Pfad wandelt, weil das, was sie im Grunde machen möchte, nicht verkehrt ist. Nur wie sie es macht, hat mir ja gerade schon nochmal gesagt, ist nicht richtig. Also, und ich fand auch, sie war die Hoffnung für viele Menschen ja Ja, das auch. stimmt. Ne? Also, das fand ich auch, also
Ja, sie wirklich hat Unsinn? Ja, einen aber guten sprich. Ansatz, aber sie hat halt, das ist komplett aus den Fugen gelaufen. Im Geraden heißt das, glaube ich, nicht gelaufen. Ja, wir können auch gerne direkt zu ihr rüberspringen, weil Simo ist halt, wir könnten natürlich, müssen Simo noch kurz abhaken, Simo wird ja irgendwann dann rausgezogen aus der Geschichte und zwar, ja, er wird von der Dora Milaje abgeführt, die auftauchen. Das war für mich auch eine Überraschung, dass wir quasi hier die Leibgarde vom Black Panther haben, die natürlich Simo nicht vergessen haben, weil die ja, der ja für den Tod des Königs verantwortlich war. Und Ja. da finde ich ganz schön, dass man sowas mal fortsetzt, dass sowas noch Gewicht hat, dass es mal passiert ist. Und die wollen Simo sich halt schnappen. Ich wundere mich, habe mich nur gewundert, dass er am Ende dann ja eben, sagen wir mal, im Marvel Arkham Asylum sitzt, nicht im Arkham Asylum, aber im Marvel Knast sitzt und nicht irgendwo bei Wakanda eingekerkert ist. Aber auf jeden Fall nehmen die ihn ja so aus der Gleichung ein bisschen raus. Und das auch recht unspektakulär, damit wir das auch noch abgehakt haben. Ja, Bösewichte. Du hast Carly Morgenthau gerade angesprochen. Die Flag-Smasher, die große Gruppierung, die große Terrorgruppierung hier, die hier aufgebaut wird. Alles Supersoldaten, die das Superhelden-Serum quasi genommen haben. Hätten uns wohl auch was abgeben können, hier vom Super-Soldaten-Serum. Ja, wenn man die richtige Einstellung hat, ist das ja sogar so, dass das auch die, es soll ja, wie die das beschreiben in der Serie, die Eigenschaften des Menschen verstärken. Das heißt, wenn du grundsätzlich ein positiver Mensch bist, dann wird das Positive verstärkt. Wenn du diese negative Anwandlung hast, wird das verstärkt. Das hat mir auch mit Paul Walker gezeigt, was dann passieren kann. Das Gegenstück ist ja Steve Rogers. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, soweit wie wir zwei uns kennen, hätte das bei uns eher positive Auswirkungen. Ja, ich glaube auch. Also ich hätte es gerne ge Also ich fand dieses, das, was mit Carly Morgenthau gemacht worden ist, also diese Figur fand ich richtig gut. Also ich dachte erstmal, hat mir jetzt nicht so zugesagt am Anfang. Aber je mehr diese Geschichte auch von ihr und ihre Verzweiflung, was sie darstellt für sich, weil sie sieht sich nicht, also das sind immer in meinen Augen die besten Bösewichte, die sich selbst nicht als Bösewichte sehen. Die selbst Das denken stimmt. so, boah, das, was ich mache, ist voll schlecht. Ja, wo machst du es dann? Also, sie hat wirklich an das geglaubt, was sie getan hat, und sie hat geglaubt, dass sie einen positiven Unterschied macht. Und das hat dieses Struggle, ich wollte nicht, dass sie stirbt. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Verstehe ich Weil ja. ich genauso wie Sam gehofft hatte, dass man sie rehabilitieren kann, ne? Ja, und Sam wollte ja auch eigentlich nicht, dass sie stirbt. Er hat immer mit ihr geredet und immer gesagt, wir müssen das anders lösen und wollte nicht, dass wirklich denen auch was passiert. Er wollte ja eigentlich die ganze Gruppierung davor auch schützen, ne? Er wollte eigentlich, dass keiner von denen mehr Opfer sein muss, weil es schon genug Opfer gab, was eigentlich für mich die hundertprozentige Captain America-Mentalität ist. Es muss keine weiteren Opfer geben. Und ja, leider ist er da nicht so ganz durchgedrungen mit der Idee, weil halt auch immer wieder andere wie ein John Walker und so dazwischen gefunkt haben oder auch ein Simo. Ja, das ist halt auch die Tragödie gewesen. Das ist ja das Schöne, weil jeder von diesen Figuren hatte eine Motivation, in diesen Kampf einzugreifen, dass John Walker, ne, an seine Rache gedacht hat, mehr als an alles andere. Simo wollte einfach nur Carly töten, weil er, ne, wegen dem Supersoldatenserum. Und ich fand diese Dynamik wurde zum Finale hin unglaublich gut. Also es gab noch andere Serien, die ich zu der Zeit gesehen habe. Invincible. Und ich fand halt, wie unterschiedlich das aufgebaut worden ist. Ja. Und was ich halt bei Marvel so interessant fand, war, dass jeder von den Figuren eine Motivation hatte, die also jedem bekannt war und es deshalb unheimlich spannend war. Wie in einem sehr, sehr guten Match, wo es in den letzten 5 Minuten geht, ein Frost-Finish nach dem anderen hat, ne? Ja, richtig. Das ist halt wirklich, wenn du die Motivation kennst, kannst du auch viel mehr mitfiebern und auch, du siehst ja auch, dass die Motivation, selbst wenn Leute teilweise auf der gleichen Seite stehen, die Motivationen sich leicht widersprechen und dass es da halt auch Ja. Konfliktpotenzial gibt. Das ist so gut erzählt. Ja. Also ich fand wirklich, das war stark. Ich fand bei Carly nur den Schwenk am Ende, den fand ich nicht so gut gemacht, weil man dann halt wirklich den Fall hat, die ganze Zeit will sie halt eigentlich Menschen auch schützen mit dem, was sie macht. Sie wollen ja im Grunde dafür sorgen, dass die Menschen da bleiben dürfen, wo sie sind. Und dann kommt am Ende der Schwenk, jetzt bringen wir sie alle um, also alle, die gegen uns sind. Und das war für mich von dem Gedanken gut, dass sie eigentlich die Grundidee hatte, Menschen zu schützen, fand ich das schwierig, das nachzuvollziehen.
Aber auch da können wir geteilter Meinung sein. Nö, da stimme ich dir zu. Also, das ist jetzt, das finde ich aber auch, deshalb, ich empfand auch, dass man da sich vielleicht zu wenig Zeit genommen hat, das genau zu erklären. Weil am Ende, ich fand, dass das wirkte ein bisschen gerusht. Ja, sie hätte eine Folge mehr gebraucht, um diesen Wechsel zu machen, ne? Richtig, Mhm. ja. Das Also, kann da sein. stimme ich dir zu. Da bin ich voll ganz bei dir. Also das letzte Stück war zu schnell. Das ist immer das Problem am Ende einer Serie, wenn so die eine Folge fehlt, um Motivation zu erklären, warum dieser, gerade wenn du so einen Motivationsschwenk hast, wo das vom einen Moment zum anderen umkippt, Ja. das ist dann schwierig. Es wäre ja was anderes gewesen, wenn sie den anderen die ganze Zeit was vorgetäuscht hätte und generell auf einen Massenmord aus gewesen wäre, aber das war sie ja nicht. Sie war ja ganz klar dafür, dass Menschen geschützt werden und dann diesen Schwenk zu haben, da muss mehr da sein, mehr Futter sein, damit man das nachvollziehen kann. Ja, fand ich auch. Fand ich Ja. auch. Ja, die Flexmasher, die große Bedrohung, die Superhelden, die da, also Superhelden nicht, aber die Supersoldaten, die entstanden sind. Aber was ich da wiederum gut fand, war, dass es da ja auch Konflikte teilweise in der Gruppe gab, wo die auch gesagt haben, immer, wir können das aber nicht so komplett nachvollziehen, was du da jetzt willst, was dein Ziel ist. Das fand ich auch gut, dass man das zumindest mal angesprochen hat zwischendurch und die nicht blind gefolgt sind. Ja, das finde ich auch gut. Also das meine ich, es war alles realistisch, auch wie sie dann auch die Flexmasher nochmal motiviert hat. Ne? Am Ende, das war alles stimmig. Das war alles auch generell war sie ja schon so für sowas wie ein bisschen wie ein kleiner Messias. Genau. Ja, und man hat es auch gemerkt, dass sie halt sehr mit Motivation arbeitet. Immer wieder auch ihren eigenen Tod, also den Märtyrertod als Möglichkeit ihren Teammitgliedern dargestellt hat, hey, wir können hierbei sterben, Ja, beziehungsweise genau. wir werden hierbei sterben, aber die Sache wird weiterleben. Also sie hat wirklich eine Art Fanatismus geschaffen Ja, um sie die hat gesagt, es Flexmasher geht nicht herum. um die Person, sondern es geht um die Sache. Genau. Das war so ihr Gedanke, ne? Ja. Genau. Das hat man schon gut verkauft, ja, das stimmt. Das ist wirklich das Einzige, was mich störte, war dieser letzte Schwenk, aber der Rest war vollkommen in Ordnung, muss ich schon Ja, sagen. fand ich auch. Ja, Ja. unser zweiter, das ist ja total interessant, dass die beiden Bösewichter, zumindest wie ich hier so aufgeschrieben habe, beides ja eigentlich Frauen sind. Der zweite wurde erst ganz am Ende aufgelöst, obwohl, Ja. ganz ehrlich, für mich war das relativ schnell klar, wohin das hinausläuft, ne? Unsere zweite Bösewichtrolle war ja der Powerbroker oder im Endeffekt die Powerbroker. Und zwar eine Figur, die wir schon vorher aus dem MCU kannten. Leute, ihr habt gemerkt, wir spoilern ja alles von der Serie, also macht euch da keine Illusionen, das verraten wir auch. Nämlich Sharon Carter als Powerbroker. Die gute Sharon Carter, die noch in. Ja, wo ist sie das erste Mal aufgetaucht? Das kann ich gar nicht mehr genau zuordnen, weil sie war so die Nebenfigur der Nebenfiguren. In welchem Teil war das? War das in Civil War oder war das vorher? Ich denke Winter Soldier. Winter Winter Soldier Soldier. schon? Ah, okay. War das die Enkelin von Agent Die Carter, ne? Nichte. Die Nichte, Die die Nichte. Nichte. Stimmt, so rum war es. Die Nichte von Agent Carter. Ja, und die jetzt dann quasi ausgestoßen wurde, die irgendwie nie rehabilitiert wurde. Da hat doch keiner in den 5 Jahren, wo alle anderen weg waren, wo sie immer geholfen hat, daran gedacht, sie vielleicht mal zu rehabilitieren. Die haben sie schön da rumsitzen lassen und ja, die hat sich dann gedacht, wenn ihr mir nicht helft, helfe ich mir selbst. Und hat sich dann zum großen Strippenzieher, zur Gruppenstrippenzieherin entwickelt und zwar zum Powerbroker. Wie fandest du generell die Einführung des Powerbroker in dieser Serie? Das ist der Punkt, wo ich sage, das fand ich, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es, ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen am Mimien, weil es ist völlig dem Charakter entfremdet worden. Also Sharon Carter in den Comics ist nicht so. Es ist komplett was anderes. Es passt ja auch nicht zu Also, der Sharon Carter aus dem Film, muss man auch einfach sagen. nein, es kam so aus dem Nichts. Das war wirklich auch gar nicht organisch, es hat sich wirklich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht, sie kann nicht der echte Powerbroker sein. Irgendwas fehlt mir da, weil das fand ich schon ein bisschen traurig. Also, das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Auch ihre gesamte Rolle war so. Man hat fast, wie du schon gesagt hast, man hat geahnt, dass sie in diese Richtung gehen, aber man hat gehofft, dass sie es nicht tun, Ja. weil, oh, es ist irgendwie so, es ist. Eine Enttäuschung. Also diese Rolle hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat Nee, bin ich das voll ganz bei Ganze dir. auch nicht wirklich, weißt du, hat das Ganze auch nicht wirklich
War sie jetzt, wenn der Power Broker nicht dabei gewesen wäre, okay, eine wichtige Sache wäre mit dem Serum natürlich gewesen, aber abgesehen davon wäre der Power Broker nicht notwendig in dieser Geschichte Genau, gewesen. genau. Hat es die Figur gebraucht? Eigentlich nicht. Nein. Die war einfach nur da, um, ja, das war halt so diese, was man so oft bestellt, diese Deus Ex Machina, die einfach was reinbringt, was man für die Geschichte braucht. Dafür war der Ja, Power das Broker da. trifft es perfekt. Deus Ex Machina. Und das ist Also, sowas, was ich in Serien einfach nicht haben will. ja, das ist. Ich weiß auch nicht, das ist. Ja, Deus Ex Machina sind meistens immer lazy Storytelling, ne? Ja. Oder halt Plot Armor, wo du einfach denkst, okay, mach dann ist das halt so. Und das ist genau das. Also, ich finde, dass der Power Broker einfach jetzt nur. Vor allem, es macht überhaupt keinen, wenn es regt mich gerade wieder auf, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass man sie vergisst, dass sie so sauer ist und gar nicht nachvollziehen kann. Also es fehlt so viel. Es fehlt so Ja, viel. das Es stimmt. fehlt zu viel. Die Figur ist Naja. komplett unten durchgefallen. Die ist wirklich, ich glaube, das ist die größte Schwäche der Serie, diese Figur. Ja. Ja, das unterschreibe ich. Lass uns mal ein bisschen zu der Umsetzung kommen. Wir hatten ja total spannende Drehorte dabei. Ist natürlich wurde viel in USA, in Kanada gedreht, aber wir haben auch Europa-Drehorte. Nämlich ganz viele Sachen wurden in Prag gedreht diesmal. Natürlich immer mit Corona-Pause dazwischen, weil die ganze Zeit lang nicht drehen konnten. Aber es wurden ja komplette Ländergebiete, wurden ja alles in Prag gedreht. Also alles, was Lettland sein sollte, Polen sein sollte, Schweiz sein sollte, Tunesien sein sollte, war alles in Prag. Alles in Prag gedreht. Okay. Aber man muss dazu auch sagen, dass natürlich Prag auch eine Stadt ist, die unheimlich viel bietet, wo man sowas auch Ja. machen kann. Ne? Warst du schon mal da? Ich war tatsächlich schon mal im Park mit dem Sovi-Leistungskurs. Das war Ach Gott. unsere das war unsere Kursfahrt. Wir waren auch in dieser Diskothek, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht zu 100% an alles erinnern kann, was in Prag passiert ist. Kann ich verstehen, auch sowieso bei einer Leistungskursfahrt ist das eh was ganz anderes. Ja, also ich wollte auch Prag jetzt nochmal besuchen, weil ich fand es sehr interessant dort. Ich fand auch die Küche sehr lecker. Das Also stimmt, ja. wenn man jetzt nicht nur in der Stadt ist, sondern ein bisschen außerhalb geht, so in diese gut bürgerlichen Bars reingeht, nenne es immer Bars oder Gaststuben, das ist sehr, sehr lecker gewesen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das stimmt. Ich habe in Prag mal, als wir dabei waren, vor 5 Jahren mal da, da habe ich eine Kleinigkeit zum Bier, hieß es damals auf der Karte. Das war so eine Kategorie. Da gab es da eine Schweinehaxe mit 1,9 Kilo als Kleinigkeit zum Bier. Muss man sagen. Ich Eine trinke zwar kleine kein Bier, aber die Schweinshaxe habe ich bestellt. und hast du geschafft? Ja, war Gott sei Dank ein relativ großer Knochen drin, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber ja, kann man essen. Danach ist halt so ein bisschen das Fresskoma da, aber ja, kann man essen. Ja, aber ich Cool. möchte auch nochmal nach Prag. Also es ist eine sehr schöne Stadt, bietet unheimlich viel und hat auch sehr viele interessante Spielorte, was man hier auch gesehen hat. Also ich fand generell auch die Stimmung, die der Film durch die verschiedenen Drehorte gezeigt hat, die passte auch immer zu dem, was man aussagen wollte. Du hast gerade die Diskothek angesprochen. Was sagst du denn zum tanzenden Simo? Ja, da gab es ja sogar dreistündiges Video. Das habe ich mir aber nicht angeguckt. Also ich fand das sehr cool. Ich fand auch Simo, es hat mich gefreut, dass ein deutscher Schauspieler so gut ankommt auch und auch seine Rolle sehr, sehr gut spielt. Also ich finde, er hat Baron Simo, den ich in den Comics jetzt nicht so cool fand. Das ist jetzt nicht, finde ich absolut cool. Also absolut cool, wie Daniel Brühl ist der einfach Rolle ein lebt. großartiger Schauspieler, muss man sagen, dafür. Ja, Daniel Brühl ist super. Also ich hätte Super. das früher nie gedacht, wenn ihr aus seinen frühen Werken noch kennt, aber Ja. das ist auch das, was ich auch bei Leonardo DiCaprio lang gedacht habe, als ich seine frühen Filme gesehen habe. So, boah, das wird nie was, aber wie die sich entwickelt haben, Mann, Mann, Ich Mann. fand es, also ich fand. Also ich fand schon sogar schon meine früheren Filme recht stark. Also The Beach, Jim Carroll, Die Straßen von New York, fand Nee, ich der lief an mir ein eigentlich bisschen vorbei, der gute Leo. Aber mittlerweile bin ich da auch sehr überzeugt von. okay. Wo hat Leo er dich hat denn mich, abgeholt mit glaube ich, Spider? gekriegt mit Catch Me If You Can, hat er mich, glaube ich, Ja. gekriegt. Ja, okay.
glaube, das war's. Ab da mit Ja, das war dem schon guten cool. Tom Hanks zusammen, das war, glaube ich, so der Film, wo ich gesagt habe, okay, er kann was. Ja, aber Daniel Brühl ist echt großartig in der Rolle. Ich bin auch froh, dass er quasi uns noch zur Verfügung steht, weil er jetzt einfach nur wieder im Knast sitzt und wir wissen ja, er kommt da heraus. Das Ja. ist ja ein Problem. Besonders, Ja, da sind das ja ist schon mal eigentlich. welche ausgebrochen aus dem Knast, also. Scheint für ihn ja, scheint für ihn jetzt der Alltäglichkeit zu sein. Ja, Ne? Wenn es ja. sein muss, dann geht er raus. Also Genau. das ist. Aber solange genießt er Kost und Logis und wenn er mal raus muss, geht er halt mal. Unglaublich. Ja, Das ist wirklich unglaublich. aber auf jeden Fall auch dieser Tanz von ihm einfach, das war eigentlich so komplett daneben, aber es wirkte trotzdem so gut. Weiß auch Ja. nicht, wie man es erklären soll. Ja, es wirkte einfach passend zur Figur. Ein Adeliger, der sich jetzt mal unter das Pöbel, ne, treibt und zeigt, ja, dass er auch dazugehört, indem er tanzt. Ja, herrlich, herrlich. Aber wie er tanzt, das ist halt das. Das ist, also ich fand das wirklich super. Also ich fand das super. Das ist auch, wie du auch schon gesagt hast, alle Orte hatten auch, dort ist direkt auch diesen emotionalen Bezug dazu. Bei Sam war das ja, ich war Louisiana, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie, Glaube ich will, ja. aber irgendwo Südstaaten, hat man direkt dieses Südstaaten-Feeling gehabt mit dem Boot und all das und so und die Farben. Ne? Das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Also Ja, das hat auf mir jeden sehr Fall. gefallen. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, über diesen Block Effekte Kampf-Choreo. Wir haben ja da, ich finde, einen Umgang mit CGI-Effekten, der sehr, sehr im geringen Rahmen gehalten wurde. Man hat es also nicht so übertrieben mit den CGI-Effekten und es wirkt nach sehr viel praktischen Effekt und nach sehr langen Kampfchoreos. Wir haben ja teilweise Kampfszenen, die wirken wie so ein One-Shot, dass die also am Stück durchgefilmt wurden und damit auch unheimlich gut wirken. Wie haben die dir gefallen? Sehr gut, vor allen Dingen auch die Kampfszenen mit Batroc, also auch Georges St-Pierre, UFC-Legende. Das hat mir, also, das war sehr, sehr gut. Also diese Kampfszenen haben mir sehr gut gefallen. Der Endfight war super. Also das kam, hätte man nicht besser darstellen können. Ne, vom Kämpferischen her, was Story angeht, ist eine andere Geschichte, aber ich fand auf jeden Fall, dass die Kampfchoreo hervorragend war. Es gab so viele, auch als sie mit den Flagsmashern zum ersten Mal in Verbindung geraten sind und dann am Ende mussten Sam und Bucky wollten halt nicht mit John Walker mitfahren. Allein diese Kampfszene ist schon richtig gut gewesen. Also ich fand, das ist echt herausragend gewesen. Ja, das stimmt. Also die Kampfszenen generell finde ich richtig gut dargestellt. Und ich finde halt auch schön, dass sie nicht so diesen CGI-Clash wieder gemacht haben, sondern halt wirklich auf viele physische Kampfszenen gesetzt. Und das sah richtig gut aus. Manchmal ist weniger auch mehr. Ja. Muss man einfach sagen. Also das ist schon eine Sache. Lass uns zu Sam kommen, weil Sam ist ja eigentlich das, was am Ende das ist, was hier zum Finale führt, und zwar Sams Weg zu Captain America. Er hat sich ja dann doch Ja. entschieden, den Weg zu gehen, und zwar dazu hat er sich entschieden, trotz dass ihm jemand gesagt hat, wenn du Captain America wirst, bist du ja doch wieder nur einer wie die anderen. Wie fandest du den Auftritt von dem, ja, schwarzen Isaiah Bradley. Supersoldaten? Genau, Isaiah Bradley. Also da muss ich sagen, die Serie hat, ich muss ehrlich sagen, am Ende, als Sam da seine Rede gehalten hat, das war einer der Momente, wo ich ein bisschen innehalten musste. So. Das war sowas, wo ich mich sehr angesprochen gefühlt habe, auf positive Art und Weise. Und auch, sind die zwei Ansichten, so wie Schwarze diese ganze Geschichte mit Rassismus sehen. Einmal hast du diesen modernen Ersuch von Sam, der versucht, trotz aller Unstimmigkeiten noch ein gemeinsames Wir zu finden. Zu sagen, all das ist passiert, all das ist schrecklich, ja, aber wir können es besser machen. Und dazu muss man den ersten Schritt gehen und man kann sich nicht für immer verstecken. Man kann nicht das, was einem angetan worden ist, immer als Entschuldigung nutzen, nicht weiterzugehen. Ja, das ist halt, das ist diese Sichtweise von Sam und von Isaiah, ist die Sichtweise, es wurde mir so viel Schreckliches angetan. Ich hasse einfach alle Menschen, die damit etwas zu tun hatten. Ich sehe mich nicht als Teil von Amerika, weil ich von Amerika missbraucht worden bin. Das sind halt diese zwei Gesichtspunkte. Aber am Ende hat man ja gesehen, dass Isaiah
unglaublich litt. Er hatte unglaubliche Schmerzen, die er in sich trug, war immer schlecht gelaunt, auch verständlich natürlich, was ihm auch passiert Ja, ist, ist ja natürlich. schrecklich. Aber Sams Gesichtspunkt in dieser schrecklichen, ja, in diesem schrecklichen Thema ist, glaube ich, einfach der richtige. Und ich finde, das hat man wunderbar dargestellt, weil es ja auch half, Isaiah zu heilen. Hätte Sam auf Isaiah gehört, dann wäre diese Wunde niemals wirklich geheilt. Und das Ja. war super wichtig, dass Sam da diesen Schritt gewagt hat, zu sagen, nein, ich mache doch das, und hat damit auch Steve Rogers recht gegeben, weil Steve Rogers ja ihm bestimmt mit Bedacht den Schild gegeben hat. Wohl Richtig. wissend, nachdem er die Welt dann doch gesehen hat, wie sich alles entwickelt hat, dass das der richtige Schritt ist. Ne? Und nachweislich war das eine hundertprozentige Captain America-Rede, was da passiert ist. Ja. Denn das waren wirklich die Worte, die ein Captain America wählt. Er sagt, ja, wir haben unsere Probleme, aber wir können die nur zusammen lösen und nicht, indem wir gegeneinander kämpfen und nicht, indem wir sagen, so, die Gefahr ist jetzt ja ausgestanden, weil die weg sind. Weil mit der, wie die Welt läuft, werden wir solche Leute immer wieder kriegen. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, Carly und ihre Leute waren nicht rein böse Menschen. Die haben für etwas gekämpft, weil ihnen etwas angetan wurde. Und wir müssen nicht gegen die Leute kämpfen, die sich auflehnen, sondern müssen gegen die Situation kämpfen, durch sowas entsteht. Richtig. Ja, also es war eine super Rede, ne? Also da habe ich auch, ich hatte ja immer meine, ich fand den, also The Falcon fand ich nie wirklich cool. Anthony, Verstehe ich. das war jetzt für mich nie jetzt so, also da fand ich andere cooler, aber ich fand, mit dieser Rede und mit dieser Serie hat man ihm wirklich endgültig auch dieses Spotlight gegeben. Er ist sozusagen in den Main Event aufgestiegen. Ein super Captain America. Also, das ist, wurde sehr gut rübergebracht, hat man das. Also, es fühlt sich für mich besser an als The Falcon in the Comics, wo er Captain America wurde, wo das einfach, es war platt. Aber Ja, okay. das haben sie richtig gut gemacht. Und weißt du, wie alt das Comic ist, wo der Wechsel stattgefunden hat, wo er Captain America wurde? Welche Zeit das Das stand? dürfte nicht allzu alt sein. Also, Ah, was okay. heißt nicht allzu alt? Also, so 15, 10 bis 15 Jahre. Okay. Ja, da waren natürlich auch vielleicht auch die Denkweise noch nicht so weit fortgeschritten wie heute, wobei es ja heute da immer noch Schwächen gibt, aber vielleicht hat das Ja. deswegen auch der Serie gut getan, dass man da ein bisschen vielleicht schon mehr drüber nachdenkt, über die ganzen Situationen. Man weiß es nicht so genau. Ja, was sagst du dazu, dass das Kostüm vom, sage ich jetzt mal, schwarzen Captain America extrem weiß ist? Also sehr viel weiß drin steckt. Also das ist halt das comicgetreue Kostüm. Ich habe das gar nicht so oft. Ich fand's cool. Ich fand das Kostüm cool. Und ich finde auch so. Es ist auch gut, dass viel Weiß da drin ist, weil ich finde, wir müssen langsam mal auch als Spezies Mensch davon absehen, Unterschiede zu machen in den Farben. Ja, Wir können richtig. eigentlich alles. Also, es ist das große Problem, so, wir sind eine Spezies, die so intelligent ist, so weit gekommen ist, und wir bleiben an Kleinigkeiten hängen. Ja, vollkommen richtig. Und ich finde, das ist auch richtig. Und er hat auch gesagt, das fand ich auch, obwohl er halt dieses weiße Kostüm an hatte, dass viele es nicht mögen werden, dass ein Mann wie er Captain America ist. Und das ist so, aber davon darf man sich nicht, ja, runterziehen lassen. Man muss trotzdem. Und ich finde, das ist ein super Kostüm. Sieht auch aus eher wie ein Eagle als ein Falcon. Ja, stimmt. Also, und das ist cool. Ja, finde ich auch. Ich finde, das wurde gut gewählt. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz hier reininterpretieren will, kann man auch sagen, dass da wirklich mal gesagt wurde, wir packen Schwarz und Weiß jetzt komplett zusammen, dass es quasi eins ist, das Kostüm und der dunkelhäutige schwarze Captain America. Und man sieht, es gibt diese Unterschiede einfach nicht. Der Captain America soll ja das symbolisieren, dass die Menschen ja auch gleich sind und man nicht mehr diese Unterscheidung hat, auch wenn man es in der Gesellschaft halt leider immer noch hat, aber dass er das halt repräsentiert. Das hat man damit auch dargestellt. Das finde ich auch gut. Finde ich auch gut, finde ich auch super. Dann lass uns mal über die ganze Verbindung sprechen. Damit die Übergabe, den Übergang von dem guten Steve Rogers zu Falcon oder jetzt Captain America, dem neuen Captain America, was mit der Schildübergabe in Endgame begonnen hat und dann bis hierhin fortgeführt wurde. Fandest du diesen Pfad dahin? War der für dich
logisch geradlinig, dass er das erst wieder abgibt, weil er sich nicht bereit dafür fühlt und dann doch nimmt? Oder fandest du den zu konstruiert für die Serie? Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir haben eine gute Serie daraus bekommen. Ich fand es sehr konstruiert, dass er das den Schild abgegeben hat und damit Steve Rogers eigentlich mehr oder weniger, ne, eine Ohrfeige verpasst hat damit. Das fand ich schon hart. Aber ja, also die Serie ist, was daraus entstanden ist, ist gut gewesen. Aber ich fand das etwas übertrieben. Ich auch. Das war für mich auch noch so eine Schwäche, dass man sagen muss, da wurde halt aus einer Situation was konstruiert, was man eigentlich so hätte gar nicht konstruieren können, weil es ja so klar war eigentlich am Ende von Endgame, dass er ihm das schon übergeben hat. Gut, man hat was Gutes draus gemacht, aber damit hättest du auf die Nase fallen können. Ja, das stimmt. Aber dafür sind das halt Profis genug, um das nicht zu machen. Ne? Ja, Ja, eigentlich schon. was ist mit Steve passiert? Es wird nie so richtig ausgesprochen. Ist er gestorben? Ist er verschwunden? Haben die das jemals gesagt? Das haben sie nicht gesagt. Also es gab ja so eine Kontroverse wegen der Übersetzung. Die deutsche Synchronisierung hat ihn als tot deklariert, obwohl er es gar nicht so im Original gesagt worden ist. Ich denke, dass sie dass wir Steve Rogers vielleicht irgendwann mal als Cameo sehen werden. Der Also alte tot wird Captain. er nicht sein. Tot wird er nicht sein. Ja, besonders, ich weiß gar nicht, leben die durch das Supersymbaten-Serum auch länger oder weil die beiden sind ja nur alt, weil sie ein bisschen im Eis gelegen haben. Oder leben die damit auch länger? Also es kommt, eigentlich leben sie auch länger damit. Es kommt darauf an, welche Auslegung sie benutzen. Also das Problem ist, dass die Fähigkeiten des Supersoldatensystems in Marvel, also im MCU, eine Mischung aus dem ultimativen Universum und dem normalen, also dem 616-Universum von Okay. Marvel sind. Und deshalb kann ich, ja, es verlangsamt das Altern, ne, also auch ohne Eis. Aber das kommt darauf an, welche Auslegung man nimmt. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir Steve nochmal wiedersehen werden. Ja, was ist mit der Zukunft von Simo? Meinst du, wir sehen Simo in Black Panther 2 wieder? Ich denke, wir werden Simo. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Serie schon offiziell benannt worden ist, aber wenn es Thunderbolts gibt, werden wir Simo sehr, sehr bald wiedersehen. Aber ich denke, dass Simo spielt, ja, Black Panther 2, kann ich mir vorstellen. Bin auch sehr gespannt, wie sie das machen, also Black Panther 2 machen werden ohne Chad, also ohne den verstorbenen Black Panther, Ja, dessen Chadwick Name. Boseman. Genau, danke schön, Chadwick Gerne. Boseman. Mal gucken, wie das wird. Also da kann ich jetzt, da weiß ich nicht, was mit ihm Ich passiert, kann dir aber es schon wird dazu spannend. sagen, Ja. T'Challa wird nicht neu besetzt. Das haben sie ganz klar gesagt. Okay. Der Film wird heißen Black Panther Wakanda Forever. Das ist rausgekommen. Und Okay. jetzt ist halt wirklich die Frage, wie die Geschichte da weitergeht, weil, wie du schon sagst, das ist halt schwierig nach dem Tod eines Darstellers, aber vielleicht kriegen wir ja auch bei Black Panther mal einen weiblichen Black Panther. Wer weiß das schon? Vielleicht darf seine Schwester ja ins Kostümkleid steigen. Richtig, das wäre auch comicbuchgetreu. Könnte aber auch sein, dass Eric Killmonger zurückkehrt, was auch comicbuchgetreu wird. Ist der denn in Wäre. den Filmen gestorben? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist der gestorben? Ist der Ja, verschwunden? er ist in dem Film gestorben, aber ne, vielleicht machen sie es in den Comics, vielleicht aber auch nicht. Dann wäre Shuri natürlich auch als Black Panther. Also ich bin, Black Panther ist ja eh ein Titel, der übergeben wird. Das heißt, T'Challa muss nicht zwingend Black Panther sein, aber es ist schade, dass sie nicht neu besetzen. Also das kann ich nicht verstehen, weil dass Chadwick gestorben ist, ist sehr, sehr schade, aber dass man das nicht neu besetzt, kann ich nicht nachvollziehen. Also, weil T'Challa ist unglaublich wichtig fürs Ich Marvel-Universum, glaube, aber sie werden es schon wissen. das ist, weil sie ihm halt nicht, weil sie nicht jemand, der verstorben ist, quasi die Rolle wegnehmen wollen. Deswegen besetzen sie den nicht neu, gehe ich von aus, dass das der Grund ist. Okay. Gehe davon aus, auch wenn es mal einen neuen Star Trek-Film geben wird, nochmal, da ist ja auch einer angekündigt worden, weil es in der Welt spielt, wo die letzten drei Filme waren, dass dann auch der Chekhov nicht neu besetzt wird. Das glaube ich auch nicht. Weil das oft passiert, wenn Schauspieler verstorben sind, dass sie dann entsprechend die Rollen freilassen und dann andere Rolle einführen, die im Grunde dieselbe Rolle ist, aber unter einem anderen Namen. Passiert ja öfter mal. Jim Chekhov, ja, ist ja auch verstorben. Ja. Ja, dann Black Panther, das ist die eine Möglichkeit für Simo. Wie sieht es denn aus mit Captain America 4? Captain America 4 ist angekündigt, dass er kommen wird.
Heißt jetzt Captain America into Winter Soldier, wobei ich mich immer noch frage, warum das nicht Captain America into White Wolf heißt, weil er ist ja eigentlich auch nicht mehr Winter Soldier, aber das ist ja eine andere Sache. Was erwartest du dir denn als, ja, als Geschichte vielleicht oder als Idee für Captain America 4? Es kommt darauf an, wie sich das Marvel-Universum noch entwickeln wird, was möglich sein wird durch Doctor Strange 2. Ja, also vielleicht kommt The Red Skull zurück. Ja, und weil es ist so viel Crossbones könnte kommen. Es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden können, aber natürlich. Captain America-Filme waren nach dem ersten eigentlich immer die Benchmark auch im MCU. Also ich bin mal sehr gespannt, wie Captain America 4 wird. Ich bin ehrlich zu dir, ich weiß nicht, ich würde mir jetzt auch irgendwas aus den Haaren ziehen. Ich kann mir keine Geschichte vorstellen. Ich vertraue dann ja Meinst dem du, der MCU. Power Broker hat eine, wird noch mal eine Rolle spielen da drin? Wenn der Power Broker eine Rolle spielt, also ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dann müssten eigentlich die Thunderbolts kommen. Das heißt, das müsste man da noch vorher machen, bevor man in Captain America 4 geht? Oder wie stellst du dir das vor? Kann man machen, kann man aber auch in Captain America 4 erzählen, Ach, direkt da die drin? Ja, Geschichte. gut, okay. Genau. Weil John Walker ist jetzt auch nicht weg. Da Stimmt. er ja schon US Agent heißt, es muss, also die Thunderbolts werden in irgendeiner Form, glaube ich, bei Captain America 4 auftreten. Sag uns kurz, was die Thunderbolts sind. Also die Thunderbolts wurden, es ist ein Team, was man mit den Rächern, also die Avengers, vergleichen kann. Zunächst, denn in der ersten Ausgabe dieser Serie war es dann halt so, dass Baron Zemo ein paar, ja, ehemalige Bösewichter genutzt hat, um sie als Superhelden Eine zu Marvel präsentieren. Suicide Squad oder wie kann man sich das Genau, vorstellen? perfekt. Punkt aus Ende, das ist die perfekte Ah, okay. Beschreibung. Okay. Marvel Suicide Squad, Wer halt ist mit da so dabei? Bösewichten. Weißt du da noch Das, welche? also die Originalbesetzung, die habe ich jetzt nicht so im Nee, Kopf, ist nicht schlimm. weil ich fand zum Beispiel das Konzept später mit den Bösewichten, die dann Helden sind, wurde bei The Dark Avengers eigentlich besser gemacht als bei den Thunderbolts. Ja, okay. Aber auf jeden Fall ist Baron Zemo mit dabei. Also ich kann dir nicht genau sagen, Ist auch nicht wer schlimm. alles dabei ist. Es waren jetzt auch nicht. Bitte? Ist auch nicht schlimm. So, jetzt nur, was fiel mir gerade so ein, Okay. ob du vielleicht irgendwann im Kopf warst, der damit drin sein könnte. Aber ja gut, Simo, wenn Simo schon drin ist, dann kann es ja darum alles Mögliche fahren. Da weiß man eh nicht so genau, was einen da erwartet. Ja. Ja, auch eine Idee, was sein könnte. Ja, und du hast schon gesagt, bei Dr. Strange kann ja auch viel passieren. Da können wir jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch so eine kleine Info raus. Und ich habe jetzt vor kurzem erst, ich glaube gestern oder vorgestern gelesen, bei Doctor Strange soll der Ghost Rider wahrscheinlich zurückkommen. Aber ein neuer Ghost Rider. Weder Nicolas Cage noch der Ghost Rider aus den Serien, sondern ein komplett neuer Ghost Rider. Aber die Figur, die auch Nicolas Cage gespielt hat. Also kommt Johnny Blaze Genau, zurück. Johnny Blaze, richtig. Mein Gott, also dieser Film, ne, von Doctor Strange. Also das wird Wanda, Ghost Rider, also den muss man gucken, ne? Das Das ist ist ein ganz großes fantastisch. Sammelsurium. Das könnte schon fast wieder ein Avengers-Film sein, ne? Bei dem, was da Ja, alles auf drin jeden ist. Fall. Und überall, wo du Ghost Rider und Doctor Strange zusammenarbeiten, dann können wir auf Mephisto auch hoffen. Weil der wurde ja schon für WandaVision, ne, immer wieder geteased, aber dann wurden wir mit Agatha Harkness vertröstet. Aber wer weiß, wenn Mephisto kommt oder Nightmare, die Möglichkeiten sind, oh mein Gott. Ich finde auch Die mit dem Ghost Möglichkeiten sind Rider groß. steigen die Chancen auch auf diese beiden. Ja, absolut. Also, Absolut. muss sagen, das ist schon krass. Oh, das ist eine geile Nachricht. Also das wusste ich nicht mit Ghost Rider, das ist richtig geil. Ja, dass ich jetzt gerade eine Info rausgekommen ist, dass der wohl dabei sein soll. Ich weiß nicht, ob es schon offiziell bestätigt ist, aber es war das Letzte, was so rumgeisterte, was so gut zum Ghost Rider passt. Ja, da haben wir da auch eine ganze Menge, auf das wir uns freuen können. Gibt es noch Sachen, aus die du dich jetzt aus der nächsten Marvel-Phase freust, die jetzt startet? Wir starten ja mit Black Widow jetzt quasi in die nächste filmerische Phase, sagen wir mal. Also wir haben ja Black. Also, ja, Black Widow, was haben wir noch? Black Widow, und Shang-Chi? dann haben wir, könnte gut werden, also würde ich mir angucken, aber ich habe
gar keine Erfahrung, seit was Shang-Chi Comics betrifft. Ich auch überhaupt nicht. Shang-Chi ist für mich. Ich habe nur gehört, dass da der Original, wie heißt der jetzt wieder? Mann, ne. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der von Ben Kingsley gespielt wurde in Iron Man 3. Wie heißt er? Die Der Figur. Mandarin. Der Mandarin, danke. Dass da der Original Mandarin quasi herstammt. Aus Shang-Chi. Und dass das vielleicht da eingeführt werden könnte. Also der echte Mandarin. Ja, das wäre interessant. Ja. Also das wäre cool. Gut, Doctor Strange, klar, haben wir gerade drüber gesprochen. Da zähle ich auch ganz viel drauf, weil ich mich auch freue, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange wiederzusehen. Oh, Thor Love and Thunder, der nächste Thor-Film. Habe ich Angst. Ja, also Jane Fosters Thor. Ja, Nicht so also mal deins. gucken. Nein, ich fand diese Phase von Marvel. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man neue Helden kreiert, anstelle anderer Helden halt entweder ein anderes Gender zu geben oder eine andere Hautfarbe oder sowas. Das finde ich, das ist A, kreativlos und B, bringt das nur unnötig Zündstoff zwischen den Kulturen, der nicht notwendig ist. Ja, verstehe ich. Superman soll ja jetzt auch schwarz werden, finde ich nicht in Ordnung. Ja, habe Es ich auch gibt gehört. sogar DC hat einen schwarzen Superman, Icon heißt er. Nutzt doch diese Geschichte, Ja. anstelle etwas zu machen, was wieder nur Zwietracht zwischen uns bringen wird. Aber Ja. egal. Und auch nicht, auch das, abgesehen davon noch, das Aufwärmen der immer gleichen Geschichte mit dann wieder einer anderen Person, die das trägt, das macht es auch irgendwann müßig. Ja, Und noch finde dazu, ich also auch. ein schwarzer Superman ist vielleicht eine Idee, die im ersten Moment gut klingt, aber es ist trotzdem die gleiche Geschichte. Das heißt, du Ja. schaffst hast nichts Neues mit dem schwarzen Superman, das finde ich schade. Dann Ja. wiederum. Ja. Ja, Eternals habe ich ganz vergessen, die kommt natürlich auch. Ja, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir bei den Eternals einen Blick auf die X-Men. Ja, das könnte sein, das habe ich auch schon gelesen. Ist ja auch spannend. Ja, das wäre cool. Black Panther haben wir darüber gesprochen und was zuletzt nur mit dem Bild angekündigt wurde, wo man noch nichts Genaues weiß, ist bei dem Trailer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, zur neuen Marvel Phase 4, ist als letztes Bild das ein großes 4 auf einem kreisrunden Hintergrund aufgetaucht und das kann man, glaube ich, relativ eindeutig Richtung Fantastic Four deuten. Oh mein Gott, okay, die Fantastic Four. Oh, ich weiß nicht, der Marvel versucht wirklich krampfhaft, dieses Franchise wiederzubeleben, weil ich finde, ich habe ja auch Fantastic Four Comics gelesen, aber ich fand es nicht mehr gut. Also eine Zeitweise gab es noch nicht mal Fantastic Four Comics. Ah, okay. Also Mein Gott. die sehen, also die, das Konzept ist veraltet, finde ich, von diesem Team, aber Marvel hat mich damals mit Iron Man aus den Socken gehauen und deshalb lasst uns einfach gucken, was wir mit Fantastic Four Ja, machen. das stimmt. Ich habe bei Fantastic Four immer die Angst von X-Men Dark Phoenix. Das haben sie auch schon zweimal versucht und zweimal ist in die Hose gegangen. Und Fantastic Four ist halt auch immer, der letzte Fantastic Four-Film war zum Schämen. Die davor fand ich okay. Die waren zwar jetzt keine riesigen Highlights, aber die waren okay. Aber es ist halt auch vorsichtig zu genießen, das Thema. Ja, ich war weg, als ich gesehen habe, dass Johnny Storm schwarz war, habe ich mir den Film nicht angeguckt. Ja, ist Ich vielleicht sogar ganz das, gut. weil ich mir denke, das muss nicht sein. Das ist nicht notwendig. Aber ja. Manchmal ist es halt Quatsch, was man daraus macht. Man muss es nicht auf Teufel komm raus machen. Und wenn man es halt so aufdrückt, ist immer blöd. Weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass dass Menschen unterschiedlicher Körperfarbe sind. Aber je mehr man es den Leuten aufs Auge drückt, desto Richtig. unnatürlicher wird es wieder. Richtig. Das ist genau wie das Thema, dass man dann Filmfiguren hat, die dann auf einmal, die vorher männlich waren, dann weiblich besetzt werden. Auch um das aufzudrücken. Und aufdrücken ist immer schlecht. Es sollte natürlich sein, dass eine Rolle immer verschiedene Geschlechter annehmen kann oder halt auch mal keine klare Geschlechterzuordnung hat. Ja. Also ich bin auch, wie gesagt, der Meinung, dass es ist müßig. Also es gibt so viele Helden, man kann neue Sachen kreieren. Aber naja, das ist halt so. Also Fantastic Four, wenn das kommen sollte, bin ich sehr gespannt. Ich finde also wenn sie so fahren wie mit allen anderen MCU-Sachen und sich an dem ultimativen, also an den Ultimate Marvel Universe bedienen, dann wird das gut werden, weil ich fand die ultimativen Fantastic Four richtig gut. Also das war
Ein richtig gutes Comicbuch. Das wird Spaß gemacht zu Ja, lesen. okay. Bin ich gespannt. Kenne ich noch nicht, aber ich freue mich darauf, wenn du sagst, das ist spannend. Dann wird das Ganze gut. Und noch ein letztes Gerücht, was gerade rumgeistert zum Abschluss unseres Marvel-Podcasts, ist der neue große Bösewicht für die Phase 4. Und zwar wird aktuell gemunkelt, dass wie heißt der Gute, der grüne Goblin zurückkommt und Oh, Norman Osborn, Norman Osborn, genau. fantastisch. Und der soll der Fantastisch. große Bösewicht für die Phase 4 werden. Aber das ist nur ein Gerücht, das was gerade rumläuft. Das wäre natürlich sehr cool, würde ich sagen. Ich bin ehrlich, wenn Norman Osborn der sozusagen neue Thanos wird, ich verspreche, dass also eine Besetzung ist natürlich auch, aber da hat das MCU bis jetzt noch nie enttäuscht. Verspreche, dass es einer der besten Bösewichte sein wird. Also der Joker ist nichts gegen The Green Goblin. Also Ja, das glaube ich. Der ist ja auch so vielschichtig, ne? Das ist das Coole an dieser Figur. richtig, die ist vielschichtig, also da so viele Psychosen, die da zum Vorschein treten werden. Also da kann man sich auf was Grandioses freuen. Und ich stelle mir gerade, ich hatte gerade ein Gesicht im Kopf, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe mich gerade an Split mit James McAvoy erinnert, wo der ja die verschiedenen Rollen spielt. Und den könnte ich mir auch in so einer Rolle vorstellen, dass der quasi auch da diese verschiedenen Psychosen halt auch darstellen kann, weil der das eigentlich ganz gut spielen kann. Ja, James McAvoy ist sowieso ein super Schauspieler, ne? Also Split hat er gut gespielt. Ich fand ihn auch als Professor X Ja. bei ganz stark. Wie hieß diese andere, die Fortsetzung von Split, von Glass, fand ich auch Leistung, nicht schlecht. genau. Also, das ist James McAvoy weiß, was er tut. Ne? Ja, sind wir gespannt. Aber damit schließen wir The Falcon's Winter Soldier. Eine Serie, die wirklich Spaß gemacht hat. 6 Folgen kann man auch gut weggucken, wenn man Disney Ja. Plus hier hat. Und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an und freut euch auf das, was euch geboten wird. Andy, es war mal wieder ein Fest, mit dir hier über die Serie zu quatschen. Ja, Volker, ich hatte auch sehr viel Spaß. Und ja, ich bin immer gerne wieder da, falls wir über sowas quatschen. Das Da machen bin wir ich auf immer jeden für Fall klar. mal. Wir werden uns wieder eine neue Serie suchen, euch wieder was Neues präsentieren. Und bis dahin wünschen wir euch allen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und bleibt uns gewogen, seid wieder dabei beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.